Ja, aber auch, hallo Leute, hier ist wieder Grossi und es ist wieder Zeit für eine kurze Runde Night Baitens, das Collectible Card Game. Ja, was machen wir denn heute? Wir gucken erstens nochmal die hier an. Blablabla, alles klar. Verursacht zwei Heiligschaden, verhindert, kann mit einem Ding und sagen, was immer da gesehen habe. Erhöht den Heiligschaden, Nahkampfschaden, bis diese Gebugbeer, also drei Heilungen und negiert Hand, kann einen gegenüberliegenden Feind zerstören, nachdem diese gerade Schaden verursacht hat. Oh. Ja, okay, nichts dabei, wo ich sagen würde, okay, brauche ich unbedingt. Dann gehen wir schnell ins Questgebiet rein, ins Neue. Und ja, also hier Chaos Magie habe ich ja schon gezeigt, deswegen wird es heute Zeit für die unbekannte Lebensform, Stufe 2. Die erste habe ich schon mal im Autoplay, glaube ich, durchgezogen. Und jetzt zeige ich euch mal, was der kann. So, also wie gesagt, heute wird es nicht so lange. Also der kann die Wut aller Kreaturen erhöhen, sperrt drei Feinde, können nicht das Ziel von eigenen Effekten sein. Sowas kann der. Das ist schon unfair, gell? So, sowas kann der alles. Der. Simpel. So. Ja, wenn er natürlich drei Feinde sperrt, kann man hoffen, dass er immer den sperrt. Gut, na, der ist jetzt weg. Ja. Aber das sieht schon mal nicht so schlecht aus hier. Jetzt nehmen wir ihn erstmal da oben seinen Ort aus dem Spiel raus. Nehmen wir den noch mit rein. Zack. Und schon haben wir ihn doch so gut wie platt. Ja, dem hat er jetzt wohl nichts mehr großartig entgegenzusetzen. Das wird wohl jetzt ein schnelles Ende werden. Juhu! Sehr schön. Läuft doch, oder? So, dann nehmen wir zuerst die hier. Dann nehmen wir den. Heilung bringt er ja relativ wenig, weil der wird ja gleich gesperrt. Ne? Jetzt nehmen wir erstmal den hier. Zack, und dann den. Und so, jetzt sieht es gut aus. Probieren wir es mal mit dem. Nehmen wir nochmal unsere Artefakte zu. Jetzt der noch dabei. Flups, und jetzt sind wir doch eigentlich schon so gut wie durch wieder. Ja. Sehr schön. Da kannst du sperren, wie du lustig bist. Das juckt mich herzlich gar nicht. So, nehmen wir den noch dabei. Und den noch dazu. Und jetzt den noch. Nächste Runde haben wir den weg. Jetzt haben wir ihn auf jeden Fall weg. Oh, aber deswegen haut er mich trotzdem schon fast aus der Schuhe. Jetzt hat er mich weggeboxt. Das ist nicht nett von dir. Das finde ich jetzt nicht schön. Also, muss ich mal sagen, ist jetzt gar nicht schön. Jetzt hat er mit denen da vorne gesperrt, leider. Das heißt, ich kann den nicht heilen. Aber jetzt. Aber jetzt ist er geheilt. Das ist prima. Also der 2-2 ist einfacher wie der 1-3, wenn ihr wisst, was ich meine. Das ist ja jetzt der zweite Boss. Der ist aber der zweite Lord auf der zweiten Stufe. Und der erste Lord auf der letzten Stufe. Der ist schon nicht ganz so einfach. Der ist schon nicht ganz so. Ja, ja. So. Nehmen wir den hier. Zack, den hat er mir weggeboxt. Das ist gut. Der ist auch weg. Sehr schön. Jetzt ist meiner leider weg. Das ist nicht so schön. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber so langsam sind ja meine Jungs hier unten einsatzbereit. Und hauen da auch ein bisschen was weg. Das Gute ist, dass der sich ein paar Mal wiederbelebt hat. So. Und das dürfte jetzt auch schon so gut wie gewesen sein, ne? Ja, sehr schön. Mich hat jetzt bei einer meiner Night Baitens Videos einer per Kommentar gefragt,
Was ist ein gutes Deck? Wie viele Artefakte, wie viele Waffen, wie viele Rüstungen, wie viele Kreaturen, wie viele Kraftkarten und so weiter und so weiter. Also sozusagen, was ist das ultimative Deck, könnte man sagen. Die Frage kann man eigentlich, würde ich sagen, nur falsch beantworten. Das muss jeder für sich selber herausfinden. Das hängt zum einen ja davon ab, was man selber alles für Karten hat. Ich sag mal, ich kann jetzt sagen, die Karte ist wundervoll oder die Karte ist wundervoll. Oder wie zum Beispiel der Magier des Weltenbrandes ist wundervoll. Bringt nur nichts, wenn man die Karten nicht hat. Ja? Also da würde ich mal sagen, empfehle ich einfach ja ausprobieren und gucken, was wie gut zusammenpasst. Weil es gibt ja auch Sachen, die passen einfach nicht miteinander. Und dann muss man ja auch immer wieder umstellen. Also ich habe jetzt hier das Deck, so wie es jetzt hier ist, komme ich eigentlich sehr, sehr gut mit klar. Okay, es gibt PvP, würde ich sagen, ist gut. Es gibt auch Decks, spezielle Lords, wo man sagen muss, nee, da passt es so nicht, da muss man dann umbauen. Aber ja, wenn man zum Beispiel gegen ein Lykaner-Deck kämpft, das weiß man im PvP vorher nie, was man da vor allem jetzt kriegt. Ne? Bei Bossen weiß man es, da weiß man es, okay, hier, der spielt Lykaner-Karten. Jetzt habe ich irgendwie die falsche Karte genommen, egal. Da weiß man, der spielt Lykaner, da kann man sich darauf einstellen, das kann man im PvP ja nicht. Die Karte ist zum Beispiel sensationell. Also ich finde, den Phönix finde ich klasse. Die Karte hier finde ich sehr gut, weil die halt die Benachbarten heilt. Der hier hält ein bisschen was aus. Der Seelenvampir, der Sternvampir, der macht natürlich schön Schaden und macht Schaden auf alle und ich stehe auf Schaden auf alle. Hier die Seraphina als Heilerin ist natürlich meines Erachtens nach top. Der Phönix, weil er wiederkommt. Der Magier des Weltenbrandes finde ich sehr gut. Hier die Umarmung der Spinne ist gut, weil sie halt immer schön Schaden macht. Die bringt auch jetzt bei dem Lord hier was, weil der, so wie ich das mitgekriegt habe, bis jetzt keine Karten hat, die Artefakte zerstören. Was jetzt hier nicht wirklich unbedingt was bringt, ist jetzt Heilung, weil drei Stück werden ja immer gesperrt. Okay, der Rest wird geheilt. Also der Rest wird jetzt geheilt werden, da ist halt immer drauf, kommt es halt darauf an, welche Karte sind jetzt gerade gesperrt. Ne? Aber wie man sieht, läuft. Deswegen machen wir es jetzt hier im Schnelldurchgang weiter. Kommt jetzt der hier erstmal, dann der. So, den hier habe ich drin, weil er auch Schaden auf alle macht. Und den hier einfach, weil er gut Schaden macht. Ja. Das ist Geschmackssache. Da gibt es meiner Meinung nach kein ultimatives Deck. Jeder hat so sein Favoritendeck, wo er sagt, ja, damit komme ich am besten klar. Ja, so die Leute, die jetzt in der Rangliste beim PvP ganz oben sind. Ist natürlich, muss man sagen, auch eine Schweinearbeit. Da fehlt mir einfach die Zeit dazu, mich da im PvP. Ich mache mein Passives. Fürs Aktive habe ich einfach nicht mehr die Zeit. Vielleicht in ein paar Jahren, wenn es Nightbanes dann noch gibt und mein kleiner Sohn ein bisschen größer ist und sich dann dazu hockt und zuguckt oder vielleicht sogar selber spielt, dann vielleicht, ja. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Ja. Sohn geht vor Spielen oder Videos. Ja. Wenn man den ganzen Tag arbeiten geht, wenn ich jetzt, sag ich mal, wenn ich irgendwann im Lotto gewinne, ich muss nicht mehr arbeiten gehen, dann würde ich mich auch hinsetzen und würde hier jeden Tag mal so 2-3 Stunden PvP machen. Dann hätte ich ja die Zeit dafür. Aber so habe ich die leider nur nicht. Und der leider kann man jetzt sagen, ihr glücklicherweise nicht, weil ich freue mich, dass mein Kleiner da ist. Wer von euch Kinder hat, oder falls ihr noch das zuguckt und noch Kinder seid, ihr werdet später vielleicht auch mal Kinder haben. Und ihr werdet feststellen, dass Kinder einfach, ja, gerade wenn sie so klein sind, klar, man richtet sich auch mal drüber auf, wenn sie älter sind, aber gerade wenn sie so klein sind, Kinder sind einfach das Beste, was einem passieren kann. Ich werde nie das erste Lächeln meines kleinen Süßen vergessen. Wie ich ihn das erste Mal im Krankenhaus direkt nach der Geburt, 10 Minuten danach, auf dem Arm hatte und habe ihm sein erstes Fläschchen gegeben, weil die Mutter noch im OP war und er guckt mich mit seinen großen Kulleraugen an. Das war schon sensationell. Ja. Und wenn ich richtig gehört habe, hört sich das an, als kommen die auch gerade nach Hause. Ja.
Das heißt, meine Zeit ist gleich vorbei, denn die Flasche ist schon gemacht. Und jetzt kriegt mein Kleiner gleich mal was zu futtern. Deswegen sage ich ja, es wird heute ein kurzes Video. Aber ist ja auch mal nicht schlimm. Ihr seht wenigstens, was euch hier erwartet. Ich hau jetzt mal einfach mal ein paar Autoplays raus. Also im Autoplay mag er nicht so. Schauen wir kurz den Ton aus. So, da bin ich wieder. Gerade noch schnell jetzt hier das fertig machen und dann ist mein Kleiner an der Reihe. Da unten hockt er schon und guckt mit großen Augen. Was macht dann da mein Papa? Was macht der denn da? Der Papa macht jetzt schnell noch ein bisschen Auto-PVP. Und wir gucken mal, wen wir da jetzt alles vor die Linse bekommen. Katharin oder so ähnlich. Und das Team hat alles gepflegt im Autoplay durch und haben gewonnen. Das ist ein bisschen langsam heute, ne? Juri im Autoplay, ich glaube, das wird nichts. Oh doch, trotz der etwas seltsamen Starthand. Ja, den Namen lese ich jetzt nicht vorher. Drückt auf Pause, wenn ihr wissen wollt, wer es ist. Ist das Ironik? Ironik. Es ist halt immer schwierig für mich zu lesen, dass die Namen immer so seitlich stehen. Juri kenne ich halt nicht. Das ist bei so komischen Namen hier wie das. Schillidb. 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 Was auch immer das heißen soll. Hallo mein kleiner Knotti. Hallo Lukas. Willst du was sagen? Willst du auch ins Video? Ja, erzähl. Lachst du? Kleiner Schatz. Ja, erzähl mal was, jetzt läuft gerade die Aufnahme. Jetzt kannst du dich hier in mein Video einbringen. Oh, das hast du Bändel im Kopf. Warte mal. Da muss ich erstmal wegmachen. Na? Erzähl mal, wo du heute warst. Erzähl mal, Papi, was. Den Millionen von Zuschauern, die ich hier habe. Jetzt lacht er mich aus, er weiß genau, dass gelogen war, gell? Ja. Ja, ja. Den Millionen und Abermillionen. Ne? Mein kleiner Süßer. Willst du atemlos singen? Der versucht schon, ne? Manchmal klappt's. Wenn wir dann so machen. Wir ziehen durch die Straßen, durch die Clubs dieser Stadt. Oh, und jetzt du. Oh. Er lacht nur. Er singt aber nicht mit heute. Manchmal macht er dann auch so. Komm, probier mal. Oh. Aha. Rasselt hier. Oh. Aha. Und schielt mit seinen Augen, weiß gar nicht, wo er hingucken soll. Auf Monitor 1, Monitor 2 oder oben drüber der Fernseher. Ja? Oder auf mich. Ja. So. Jetzt machen wir aus, oder? Soll ich ausmachen? Soll ich ausmachen? Ja, soll ich zu dir kommen jetzt? Hat sich angehört wie ja, oder? Jetzt fängst du an zu erzählen, wo ich ausmachen will. Wollt ihr jetzt atemlos singen? Oh. Oh. Aha. Ne? Nö. Nee. Gut, also dann machen wir aus. Okay. Wenn ich sage, machen wir aus, scheint mir nicht zu gefallen. Ja, erzähl mal, wo du überall warst heute. So. Aber das ist ja nichts für unser Let's Play, deswegen machen wir jetzt hier wirklich aus. Und dann unterhalte ich mich mit meinem kleinen Schnatzi da drüben und da wird ein bisschen gekuschelt. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich in einem der nächsten Videos. Lasst mir einen Kommentar da oder einen Daumen, freue ich mich immer sehr drüber, wenn ich weiß, wer meine Videos alles gesehen hat. Sind ja nicht so viele, ist ja eine überschaubare Zahl. Ja, und dann
empfehlt mich weiter, würde ich sagen, oder sowas. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem meiner nächsten Videos. Also bis denn und Aloha. Jetzt schmatze ich. Tschüss. Achso, ich muss ausmachen.